hier ist die Oma. Und die Oma, die hat eine neue Geschichte. Mit Hops, dem kleinen Hasen mit der schwarzen Nase. Aber wisst ihr, was heute passiert ist? Der Hops, der war gar nicht gut drauf. Der kam gar nicht aus seinem Bett. Und dann habe ich ihn gerufen. Hops, Hops, was ist denn los? Und dann bin ich zu ihm gegangen. Und dann kam er an und war ganz wehleidig, so ganz traurig. Und sagte, Oma, ja, was ist denn los, Hops? Ich kann gar nichts sehen heute Morgen. Irgendwie bin ich gar nicht gut drauf. Ich fühle mich ganz krank. Oh je, du fühlst dich ganz krank. Oh ja, guck mal, deine Ohren. Die Ohren liegen ja ganz auf deinen Augen. Dann kannst du auch nichts sehen. Was ist da denn passiert? Die sind einfach schlapp runtergefallen, weil ich nicht so fett bin. Oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Was machen wir denn da? Ich weiß nicht. Ach du armer, armer, armer Hops. Hops, ich glaube, da müssen wir mal zum Tierdoktor gehen. Meinst du? Ja, irgendwie ist das ja komisch. Eigentlich stehen die Ohren doch ganz oben. Naja, Oma und Hops gehen zum Arzt. Und der Doktor sagt, ui, das ist aber komisch. Sowas habe ich noch nie gesehen. Da müssen wir dir vielleicht mal eine Medizin geben. Eine Medizin? Ja, ich gebe dir mal eine Tablette und die nimmst du ein und bestimmt geht es dir dann gleich wieder besser. Naja, Hops nimmt die Tablette, schmeckt gar nicht gut, die ist bitter. Aber wenn dann die Ohren wieder oben stehen, dann isst er die gerne. Also nimmt er die Tablette. Ja, so nach einer Stunde geht es ihm ein kleines bisschen besser, aber so toll auch immer noch nicht. Und die Ohren stehen noch nicht. Oh je, dann gehen sie nochmal zum Doktor. Tierdoktor, was sollen wir denn tun? Die Ohren stehen immer noch nicht. Sagt er, dann müssen wir da mal eine Salbe drauf tun. Die Salbe, die hilft bestimmt. Und dann schmiert er Salbe auf die, komplett auf die Ohren und drauf und um und überall hin. Naja, und dann warten sie eine Weile und der arme Hops, der ist ganz, ganz niedergeschlagen, ganz traurig, weil es ihm nicht gut geht. Naja, dann singt die Oma ein Liedchen. Vielleicht hilft ja das. Heile, heile Gänschen, bald ist es wieder gut. Der Kater hat ein Schwänzchen, bald ist es wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahren ist alles weg. Dann guckt die Oma sich an und sagt, weißt du, was auch manchmal hilft? Wenn man jemanden ganz lieb streichelt. Streichelt ihn und streichelt ihn so langsam. Gehen die Ohren wieder nach oben. Und dann sieht Hops und sagt, wow, jetzt geht's mir gleich besser. Oma, ich glaube, das Liedchen hat am besten geholfen. Das war prima. Danke, Oma. Jetzt kann ich spielen gehen. Tschüss.